really weak, Art. It's over. I might have overdone it a little. Was I too immature? It sounds like he's really mad. Yeah, Leute, und damit willkommen zurück zu Dragon Ball Raging Blast. Ja, ich habe das jetzt noch schnell mit eingebaut, weil ich finde diese Super Ghost Kamikaze-Attacke einfach geil, auch wenn sie nicht viel bringt. Aber sie ist so göttlich, diese Attacke, deswegen musste ich die jetzt noch mit einbauen. Ja, aber Super Buu hat überlebt, weil die Ghost Kamikaze-Attacke hat die 2000 kleine Stücke zerlegt. Aber er kann sich ja sogar seine kleine Fitzel noch regenerieren. Damit hat Gotenks nicht gerechnet. Ja. Ich freue mich übrigens sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich hoffe, dass das Let's Play bei euch weiterhin gut ankommt, weil ich merke schon von den Aufrufen her, dass es euch recht gut gefällt. Und jetzt Buu's Zwischenmahlzeit. Wir kämpfen offenbar als Super Buu, okay, gegen Krillin, C18, Videl, ja, das ist Videl, und Yamcha. Wer Videl ist? Videl ist die Tochter des internationalen Weltkampf-Champions Mr. Satan, der in der Cell-Saga eigentlich dazukam, aber er wurde bisher noch nicht erwähnt, Gott sei Dank. Es ist nämlich der Charakter, den ich wirklich hasse, wie die Pest, und sie ist halt die Tochter von ihm. Lucky, me getting really hungry. Now, what to eat? This is no good. I can't possibly beat Majin Buu. If I don't, there'll be no one to protect her! 18. Collect the Dragon Balls and bring me back. We'll meet again! Krillin! Ja, C18 und Krillin sind ja seit der Majin Buu-Saga ein Paar. Und diese Attacke finde ich so göttlich. Egal wo der Gegner ist, ihr habt es ja mitgekriegt bei Gotenks, sie trifft immer. Auch wenn er jetzt Kilometer weit weg ist, sie trifft immer. Schokoladenstrahl? Jawohl, wir verwandeln ihn in Schokolade und schlagen ihn K.O. Ich finde die Attacke so geil. Er hat überhaupt so richtig geniale Attacken, wie ich finde. Pumper? Was heißt Pumper? Achso, er hat seine Kräfte verstärkt. Ah, mystische Ballattacke. Ja, die ist auch nicht schlecht. Jawohl. Ja, Krillin dürfte eine leichte Beute sein für uns. Ja, Krillin ist ja mittlerweile leider Gottes einer der schwächsten Charaktere überhaupt. Genauso wie Yamcha oder Tenshinhan oder Chaozu. Ja, deine scheiß Sonnenattacke, damit kannst du mich mal kreuzweise. Ja, was haben wir denn als Superattacke? Rache-Todesbomber. Nee, wir setzen jetzt zum Schluss ein. Ja, mit dem Rache-Todesbomber würden wir uns wie Vegeta in die Luft sprengen. Und das interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Fertigung! Ja, okay, man kann die Attacke abwehren, aber man kann trotzdem nichts dagegen tun. Jawohl, verwandle ich in Schokolade. Und er wollte gerade Kamehameha starten. Ja, jetzt ist er sowieso gleich tot. Nein, nicht schon. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, genau das wollte ich. Achso, okay, man kann von der Attacke offensichtlich doch mitgehen, das wusste ich nicht. Ich dachte, man kann von der Attacke nicht davon rennen, aber egal. Ja, mit dieser Attacke hat er übrigens in Gottes Palast alle Menschen getötet, die noch auf der Erde verweilt sind. So, Krillin hat er jetzt schon mal gefressen, kann man sagen. Und jetzt kommt C18. Ja, C18 ist auch nicht so stark. Sie war zwar in der Cell-Saga sehr stark, aber mittlerweile ist sie eigentlich eher... Ja, sie ist nicht unbedingt schwach, aber im Vergleich zu Buu ist sie schwach. Also sie ist nicht unbedingt stark. Auch wenn ich mich jetzt gerade anstelle wie Horst. Jawohl, sie rennt noch rein in den Strahl. Haha. Zack. Jawohl, drücken wir uns ein wenig auf. Aua. Ja, unsere Verteidigung wird dadurch auch ein bisschen stärker, aber nicht viel. Boah. Und wir haben leider mit ihm keine Technik, mit der wir irgendwie kontern könnten. Leider Gottes, also kein Kamehameha oder sowas. Aber ich glaube, das braucht ja nicht unbedingt, ne? Ja, die Kamera an sich lässt mich mal wieder im Stich. Ich werde jetzt doch nicht gegen einen Cyborg verlieren, oder? Ja, genau. Die Attacke ist immer cool. What the fuck? Zergrößt durch dieses komische LED-Dings da. Ja, aber sie wird trotzdem getroffen.
What the fuck, sie steht direkt vor mir? Komm schon, ich will dich in Schokolade verwandeln, du Kleine. Jawoll. Ja, ich finde das so genial. Ich weiß, ich sag das oft, aber es ist so. Und jetzt fertigen wir sie hier mal ein bisschen. Ja, mit dem Rachen-Todesbomber kann ich leider nicht mehr, kann nichts machen, das würde ich jetzt selber in die Luft sprengen. Und da wir noch zwei Kämpfe vor uns haben. Komm schon. So, Fertigung. Okay, sie hat mir 3 oder 4 Strahlen abbekommen. Komm schon. Also ich habe C18 eigentlich nie gemocht, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie war einer der Charaktere, wo ich wirklich sagen muss, ja, sie wird jetzt plötzlich in diese ganze Story mit einkalkuliert, nur weil sie die Freundin von Pralin geworden ist. Beziehungsweise seine Frau. Aber ich finde das ehrlich gesagt weit hergeholt. Vielleicht mag sie Charakter nicht gar nicht so schwach sein, aber ich mag sie einfach nicht. Besiegt. Ja, weiße Schokolade mit Nuss will ich essen. Das mag ich nämlich sehr gerne. Das ist Videl, Leute. Die Tochter von Mr. Satan. Eigentlich ein normaler Mensch, aber im Vergleich zu Mr. Satan selber, der im Übrigen nicht sehr stark ist, ist sie eigentlich schon eine Wucht, ja. Ja, ich mach's bei ihr jetzt kurz und schmerzlos, weil sie halt ein Mensch ist. Aber sie hat trotzdem sehr gute Fähigkeiten und so Gohan, wenn mit ihr in die Schule geht, hat ihr das Fliegen beigebracht. Also hat ihr generell gelernt, wie man mit Ki umgeht. Also mit dem sogenannten Fliegen. Ja, machen wir es nochmal. Jawohl. Ja, ihr seht schon, sie hält im Vergleich zu den anderen bei weitem weniger aus. Und ich würde sagen, zum Gut, dann verwandeln wir sie in Schokolade. Ja, komm schon. Komm hoch. Ja, ich lade mich einfach mal komplett auf. Ja, willst du mich nicht irgendwie... Jawohl. Wir bringen es zu Ende, Leute. So, du bist besiegt, Videl. Und jetzt kommt noch Yangchu. Ja, sie werden alle nach der Reihe besiegt und gefressen von Bu. Zack. Jawoll. Ja, Yangchu hat jetzt komischerweise kurze Haare, obwohl er auf seinem Bild hier lange Haare hat. Aber naja, und er ist übrigens seit der Cyborg-Saga nicht mehr mit Bulma liiert, sondern das ist offiziell Vegeta. Immerhin ist er Trunks sein Sohn. Nein, er hat sich vor ein paar Jahren schon von ihr getrennt und ja, darauf will ich nicht weiter eingehen, weil diese Love-Stories da, die interessieren mich natürlich ehrlich. Und diese ganzen Gestalten. Jawoll. Wir haben schon, du bekommst die ganze Scheiße ab. Ja, beenden werde ich das Ganze mit der Sprengattacke, ist ganz klar. Aber ich muss ihn noch ein bisschen weiter schwächen. Ja, ich dachte, er will noch in die Attacke reinlaufen. Verdammt. So, verwandeln wir ihn mal in Chocolate. Und er wollte gerade wieder ein Kamehameha machen. Was haben alle mit ihrem Kamehameha? Ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht. Jawoll. So, jetzt werden wir den Rache-Todesbomber starten. Oh oh. Um das Ganze einem Ende zu bringen. So. Aua. Ja, ich darf ihn nicht weiter schwächen, weil sonst wird es langweilig. So. Ja, jetzt hatte nicht wirklich einer von denen eine Chance. Ach so, die Attacke kann ich verfolgen. Ja, das wusste ich nicht. Ja, ich habe mit dem Schuh schon ewig nicht mehr gekämpft. Ui. Okay, der macht ganz schön Schaden. Ich muss aufpassen. Aber... Waffe! Piss dich doch! Ja, ich brauch bloß explodieren, dann ist es geschafft. So, jetzt ist es zu Ende, Yamchu! Du bist besiegt. Delicious. Ja, er hat alle in Schokolade verwandelt und sie gefressen. In der Serie war es ein bisschen anders, aber darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Er ist einfach in Gottes Palast eingedrungen und hat... Ja, er hat sie halt auf Deutsch gesagt, alle gefuttert, ne? Was ja richtig genial war. Finde ich zumindest. Ich glaube, die einzigen, die überlebt haben, waren Dende und Mr. Satan, weil Popo hat, glaube ich, Dende runtergeschmissen.
Ja, so ungefähr müsste es gewesen sein. Und haltet euch fest, Leute, ja, unvergleichlich die Superfusion. Ja, wir kämpfen als Super Saiyajin 3 Gotenks gegen Super Buu. Jawoll. Das haut ganz schön rein, Leute. Und ich liebe den dreifachen Super Saiyajin. Ich weiß nicht warum, ich finde ihn einfach am epischsten. Er ist sau stark. Das Problem ist einfach nur, aufgrund von hohem Energieverlust kann er nie lange am Leben erhalten werden. Das ist das Problem. Aber naja. Hey you, Majin Buu! We're here to fight you! You look a little different. You idiot! It's more than just a little! I'm much, much stronger than I was! Ja, es war eigentlich irgendwann nämlich so, er hatte ja im Raum von Geist und Zeit gegen Buu gekämpft, wo er sich dann eben verwandelt hat und ihn dann scheinbar sogar fast besiegt hätte. Stirb, stirb, Raketensalve, okay. Was noch was? Ah ja, die Baumkanone beherrscht er immer noch, warum auch immer. Und dann war es so, dass Piccolo, weil er gedacht hat, Gotenks würde verlieren, hat er den Raum von Geist und Zeit, also die Tür zum Raum von Geist und Zeit, zerstört. Und Buu ist durchgedreht, weil er keine Schokolade, also keine Süßigkeiten mehr bekommen hätte. Und hat deswegen durch eine Art Machtschrei ein neues Portal eröffnet. Und das wollten Gotenks und Piccolo auch probieren. Ist ihnen allerdings nicht gelungen. Und daraufhin hat Gotenks sich einfach mal verwandelt in den dreifachen Super Saiyajin. Und ja, was ist dann genau passiert? Ja, dadurch kamen sie wieder in die Zeit und somit begann der Kampf. Was, Trottel? Du bezeichnest mich nicht als Trottel, du Loser. Jawohl, er fliegt mir genau rein. Was, der hat 5 Punkte im Vergleich zu mir? Ja, wollt ihr mich denn verarschen hier? Ja, macht er nichts. Finisher Schild. Jawohl, die Attacke bremst ganz schön rein. Naja, gar nicht so schlechte Attacken, muss ich ehrlich sagen. Im Vergleich zu Super Saiyajin. Aua. Aber ich glaube, dass er keine Ghost-Kamikaze-Attacke mehr beherrscht. So. Stirb, stirb, Raketensalve. Achso, ich habe mich verklickt, ja. Ich wollte, wie gesagt, die Raketensalve machen, weil die einfach cooler ist. Jetzt machen wir die aber. Ja, Gotenks hat so geniale Attacken. Gotenks ist quasi meiner Meinung nach die Verarsche von Vegeta irgendwie. So, schauen wir uns mal seine stärkste Attacke an. Boom-Boom-Ladungsbonne-Mal. Ah, okay. Ja, ich kenne die Attacke schon. Die ist genial. Ja, bei der richtigen Attacke ist eigentlich Piccolo dabei und hilft ihm mit dem Ball. Aua. His body may not be, but his mind is definitely a bit weaker than it was. Was soll das heißen? Ja, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was Piccolo uns damit sagen will. Wir werden ihn trotzdem besiegen. Und ja, Und ja, Gotenks wäre sogar in diesem Stadium in der Lage gewesen, ihn endgültig zu vernichten. Falls wir das nicht zu sehen bekommen, zeige ich euch, erkläre ich euch auch, warum es nicht zustande kam. Ist leider Gottes etwas beschissen. Jawoll. Ja, ich glaube, wir verlieren diesen Kampf, Leute. Ist aber nicht so schlimm. Was? Ja, die Attacke zu übelst wenig abfällt mir gerade auf. Ich habe gedrückt, Leute. Ich drücke laufend verteidigen, aber mein Controller spinnt. Ja, ich weiß, es ist eine blöde Ausrede, aber es ist so. Ja, jetzt haben wir verloren. Ist egal, Leute. Da wir den Kampf sowieso so gestartet haben, mache ich das Ganze einfach nochmal. Ja, ist mir jetzt egal. Ja, ich habe mich jetzt am Anfang ein bisschen zu viel auf das Reden konzentriert. Ja, ich kann bei Dragon Ball Z einfach nicht die Klappe halten. Das tut mir leid. Ich bin da ziemlich... Also ich gehe da... Also wenn ich über Dragon Ball Z anfange zu quatschen mit Freunden oder so, da sagen auch die meisten zu mir, ey, übertreib's nicht. Vielleicht werde ich auch wieder mal ein Thema dazu machen. Aber ja, momentan habe ich ehrlich gesagt keine Zeit dafür. Boah. Und gleich mit einer Baumkanone hinten nach. Achso, wird das denn ein bisschen schwach.
Ja, jetzt kann ich mich ein bisschen besser konzentrieren, weil jetzt haben wir alles erklärt. Aha, okay, wir werden nur noch ein bisschen getroffen, wenn wir liegen bleiben. Ja, Kamera, komm schon. Was zum... Ach so. Die Attacke dauert aber keine 2 Minuten. Ja, what the fuck? Ja, jetzt bin ich fest, Leute. Ja, ich kann nichts machen. Willst du mich verkackeiern? Ja, jetzt bin ich frei. Ja, das war jetzt richtig fies, Leute. Ich konnte gar nichts machen. Ich konnte jetzt wirklich... Ich konnte mich nicht bewegen. Die Kamerasicht war scheiße. Ja, das muss ich echt nicht so spielen, als sagen. Die Kamerasicht ist immer wieder zum Kotzen. So. Große Baumkanone. Und nicht immer gegen die kann sich wehren. Ja, ich muss trotzdem ein bisschen mehr auf die Backen hauen, weil wahrscheinlich lässt sich nicht einmal durch die Ladungsvolleyballattacke wirklich beeindrucken zu lassen. Aber gut, jetzt haben wir den Plumpfer, also unsere Verstärkung eingetan. Vielleicht ziehen wir jetzt ein bisschen mehr Schaden an. Naja, auch nicht viel mehr. Ja, er hat... Also die Ghost-Kamikaze-Attacke wäre diesbezüglich eigentlich viel stärker. Muss man wirklich dazu sagen. Haha, nicht getroffen. Und jetzt treffen wir wieder mit der Volleyball-Attacke. Jawoll. Ja, ist mir jetzt egal, ob ich ihn nur mit dieser Attacke fertig mache. Hauptsache, wir kriegen ihn. Und fertig. Jawoll. Und gleich. Haben wir das schon gesehen? Ja, das haben wir schon gesehen. Ja, und wir sind... Was? Hat sich wieder regeneriert? Wieso hat der Penner jetzt wieder... Ja, ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Die Gegner können sich laufend regenerieren und wir aber nicht. Außer wir spielen mit Bull. Oder mit den Cyborgs von mir aus. Ja gut, der einzige Cyborg, der sich regenerieren konnte, weil er, weil er Regenerationszellen hatte von Piccolo, war ja Cell, falls ich das erwähnt habe. Ich glaube, das habe ich nicht einmal erwähnt, weil es nicht so relevant war. Ja, ich kann abwehren, was ich will, Leute. Ja. Aber Bu kotzt mich jetzt nicht an, ey. Ja, ich muss es auch ohne Verstärken schaffen, weil... Ja, ihr seht schon wieder, habe ich eingeengt gehabt. Aber egal. Wir schlagen ihn jetzt. Was? Ja, ihr habt es vielleicht gerade gesehen. Es ist übelst schwach gewesen. Es war wirklich übelst schwach. Und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz. Ja, ich mache das nochmal. Das ist effektiv gegen ihn. Warum soll ich es nicht machen, oder? Außerdem sieht der Attacke übrigens gut aus. Wenn er treffen würde, versteht sich. Ja, mit physischen Attacken habe ich auch keine Chance. Wir machen zu wenig Schaden. Aber er sieht mit den einfachen... mit den langen Haaren sieht er schon cool aus, muss man dazu sagen. Ja, ich verliere schon wieder. Ja, lass uns in Ruhe, Bu. Ja, ich werde schon wieder... Boah, ich rage schon wieder, Leute. Ja, und diese scheiß Ki, diese Mini-Explosionen, die kotzen mich so dermaßen an, ich kann es euch nicht oft genug sagen. Ja, genau, wer ist ab, du Idiot? Ja, Leute, ihr kennt euch aus. Ich schneide das jetzt raus. So, Leute, ich habe Bu so weit geschwächt, dass wir, ja, auf gut Deutsch gesagt, ihn gleich mal haben. Und ich würde sagen, boah, nicht Trottel, wir machen jetzt mit dem Volleyball fertig, also mit der Volleyball-Attacke besser gesagt. Weil mit dem hat er ja auch in der Serie den Garaus gemacht. Ja, und das war jetzt eine Mutschimpterei wieder mal. Ja, wo ist denn der immer? Ja, aber jetzt bist du besiegt. Das war's mit ihm. Ja. No way! Crap! I'm done for! Tja, in einer Fusion haben die gewissen Verwandlungen leider nur eine gewisse Energiezeit. Das heißt, als normale Fusion ca. 40 Minuten, als Super Saiyajin 30 Minuten und als dreifacher Super Saiyajin nur 15 Minuten. In der Serie war es nämlich auch so, dass er kurz bevor er Bu vernichten konnte, sich zurückverwandelt hat und dann musste er flüchten, dann hat Bu ihm eine verpasst und dann verwandelte sich Gotenks in Trunks und Son Goten zurück. Und das war eine richtig epische Angelegenheit, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, der nächste Kampf wird einer meiner Lieblingskämpfe werden. Deswegen würde ich an dieser Stelle sagen, das war's für diesen Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz der vielen Fails und ja, ihr wisst schon warum. Trotzdem hoffe ich, ihr schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Dragon Ball Raging Blast. Bis dahin, macht's gut, Leute!